Moin! Wir machen heute ein phänomenales Osobuco. Los geht's! Dafür haben wir erstmal Kalbsbeinscheiben besorgt, die wir nun leicht abputzen, um mögliche Knochenreste zu beseitigen. Anschließend ritzen wir sie noch etwas ein, damit sie sich nachher beim Schmoren nicht zusammenziehen und deshalb dann so komisch wölben. Und ein kleiner Tipp noch, achtet beim Kauf darauf, dass euch die Scheiben gleichmäßig dick gesägt werden. Nicht so wie bei uns. Und jetzt kümmert sich Chris auch schon um das Gemüse. Er schält zuerst die Zwiebeln und schneidet sie grob. Bei uns kommen auch noch Pastinaken zum Einsatz, die sind nämlich einfach mega lecker da drin. Wir schälen übrigens heute das Gemüse, weil das dann unsere Beilage wird. Ein paar Karotten dürfen da natürlich auch nicht fehlen und den Knoblauch drücken wir nur an und schälen ihn. Der verkocht sowieso. Und zu guter Letzt wird der Stangensellerie noch in mundgerechte Stücke geschnitten. Weiter geht's mit den Beinscheiben. Die werden jetzt nur auf beiden Seiten kräftig gesalzen und nebenbei lassen wir schon mal den Bräter richtig heiß werden. Da kommt unser geliebtes Butterschmalz rein und dann werden die Beinscheiben scharf angebraten, bis sie sich von selber lösen. Hier sieht man, lösen sie sich noch nicht, da müssen wir noch einen kurzen Moment abwarten. Und wenn sie sich lösen, haben sie schon eine wunderbar schöne Farbe angenommen. Sind sie auch von der anderen Seite schön braun, kommen sie raus und die nächste Fuhre kann in den Bräter. Hier sieht man nochmal, dass das Fleisch schön flach geblieben ist, weil wir es ja vorher angeschnitten haben. Ist das Fleisch angebraten, kommt erstmal wieder etwas Butterschmalz in den Bräter und das Gemüse dazu. Das wird jetzt unter Rühren angeröstet. Anschließend kommt das Tomatenmark dazu und wird auch kurz geröstet, damit es seine Säure verliert und alles eine fruchtige Tomatennote bekommt. Und dann wird es mit, wichtig, Weißwein abgelöscht. Chris' damaliger Ausbilder hat nämlich immer gesagt, helles Fleisch, heller Wein. Und daran halten wir uns natürlich. Zurück beim Brett schneidet Chris noch ein paar kleine Tomaten. Man kann aber auch große nehmen, das ist relativ egal. Die kommen direkt dazu und wenn alles wieder brät, löschen wir mit dem nächsten Schuss Weißwein ab. Also wie wir das zum Beispiel auch bei unserer braunen Soße gemacht haben. Und jetzt kannst du das Ganze mit einem Fond oder auch Wasser aufgießen. Wir haben hier Geflügelfond genommen. Nun kommen die Beinscheiben wieder in den Bräter und wir schmeißen noch ein paar Kräuter dazu. Lorbeer, Thymian, Oregano, Rosmarin und zu guter Letzt eine Chili. Deckel drauf und ab in den Ofen damit. Also bei 180 Grad Ober-Unterhitze etwa 1,5 bis 2 Stunden schmoren lassen. Alternativ kann man das Ganze aber auch auf dem Herd schmoren lassen. Klassisch serviert man dazu eine Cremolata. Die machen wir diesmal in 2 Versionen. Die Grundversion besteht aus gehackter Petersilie, dazu kommt eine Knoblauchpaste, dafür einfach Knoblauch klein schneiden und anschließend mit dem Messer verstreichen. Noch etwas Zitronenabrieb und alles miteinander verrühren. Aus der Grundversion wird die zweite Variante abgeleitet, da kommen nämlich einfach fein gehackte Sardellen und etwas Selleriegrün dazu. Probier auf jeden Fall beide Versionen aus und sag uns, welche dir am besten schmeckt. Kontrollier das Fleisch einfach mal nach 1,5 Stunden und dann merkst du ja, ob es schon schön zart ist oder noch etwas braucht. Nach 2 Stunden holen wir die Beinscheiben mal vorsichtig raus und die sind so butterzart, einfach lecker. Jetzt lassen wir unsere Soße noch etwas auf dem Herd reduzieren. Das kann man natürlich je nach Konsistenz Vorliebe machen. Und schmeck am besten die Soße an der Stelle nochmal ordentlich mit Salz und Pfeffer ab, falls nötig. Das Fleisch legt Chris jetzt wieder in die Soße, um es warm ziehen zu lassen. Und dann fehlt nur noch unsere Cremolata. Es ist so gut vorzubereiten und schmeckt am nächsten Tag nochmal besser. Also probier es unbedingt aus. Bis zum nächsten Video. Chris und Marie.